ganz eine spezielle Situation im Moment. Es werden keine Rennen gefahren. Am 21. März wäre das Rennen in Sanya gewesen. Jetzt bis Mitte Mai alle Rennen abgesagt von der Formula E. Wie haben Sie diese Entscheidung wahrgenommen, beziehungsweise sagen Sie, die Entscheidung ist richtig? Also ja, ich glaube, es war eine gute Entscheidung von Formel E. Ich glaube, es war vielleicht der erste Meisterschaft im Motorsport, der diese Entscheidung genommen hat. Und ich glaube, es war gut. Natürlich, die Situation ist nicht optimal. Und ja, und wir müssen... Ja, wir müssen nach Hause bleiben. Und Sie haben viermal gepunktet in sechs Rennen. Also die Saison läuft eigentlich ziemlich gut für Sie. Siebter Platz in der Meisterschaft aktuell. Wie schwer fällt es da, pausieren zu müssen? Ja, also es war gut, aber ich glaube, wir könnten vielleicht mehr Punkte machen. Wir hatten ein ganz... spezielles Situation in Santiago gehabt mit meinem Teamkollege, aber die anderen Rennen waren ganz gut. Aber wie ich habe schon gesagt, die Situation ist sehr, sehr speziell und jetzt wir müssen mal warten. Motorsport in dieser Situation sind nicht das Hauptding und schauen wir mal jetzt. Ich glaube, wir werden Rennen nachher machen, aber jetzt wir müssen warten. Wie hält sich Eduardo Mortara fit? Weil es kann jederzeit weitergehen. Es ist nicht einfach. In der Schweiz, wir sind ganz glücklich. Ich kann rausgehen. Also ich mache immer ein bisschen Bicycle und ich bin ganz glücklich. Ich habe ein Gym bei mir gebaut, also es ist ganz okay für mich. Wie sieht der Kontakt mit dem Team, mit Venturi Racing aus? Wie bereitet sich das Team vor? Wird da gearbeitet oder müssen alle im Moment Pause machen? Momentan ist es nicht einfach. Also ja. Wir haben also keinen physischen Kontakt natürlich. Ja, ich habe das Team ein paar Mal angerufen. Am Telefon, wir haben zusammen gesprochen, aber ja, wir haben nicht so viele Kontakte. Aber es ist ganz normal mit dieser Situation. Und in der Formel E ist es so, dass man sich im Simulator auf die Rennen vorbereitet. Hast du eine Gaming Station zu Hause oder wie? Weil irgendwie das Gefühl, das Fahrgefühl, das will man ja nicht verlieren. Ja, also Simulator ist nicht wie das Auto, aber wir haben eine Gruppe mit anderen Piloten gemacht und wir haben Spaß. Wir machen E-Rennen an iRacing und ja, es ist ganz cool. Hast du da gewonnen? Ich habe ein paar Rennen gewonnen, aber es ist mehr für Spaß als die Rennen gewinnen, ja. Wer ist da mit dabei? Welche Piloten organisieren sich da in der Gruppe? Wir sind ganz viele. Zum Beispiel gestern habe ich ein paar Rennen mit Lando Norris gemacht, Antonio Felix da Costa, Daniel Giuncadella. No, es gibt ein paar gute Fahrer und es ist ganz cool.